Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, liebe Leute. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind wieder back im Town. Im Town auf jeden Fall. Ich erinnere mich gerade, in meinem letzten Video habe ich doch gesagt, bei 150.000 Daumen nach oben werde ich die 10 von den sauersten Bonbons der Welt essen. 15! Habe ich 15 gesagt? Ja. Sag mal, bin ich ein Wirr im Kopf? 100.000 Daumen nach oben haben wir geschafft. Das heißt, haben schon viele dafür abgestimmt, würde ich sagen. Okay, pass auf, ich habe gesagt, bei 150.000 Daumen nach oben auf mein letztes Video esse ich 15 von den sauersten Bonbons. Dann esse ich jetzt, wie viel soll ich jetzt essen? 15! Hä? 15? Aber die haben es noch nicht geschafft. Ich esse 10. Ich werde mir jetzt 10 von den sauersten Bonbons aller Zeiten geben. Hab ich an der Verpackung geschnitten. Ich blute. Echt jetzt? Wie kann ein Mensch so dumm sein und nicht an dieser runden Plastikverpackung schneiden? Man sieht nichts. Ich blute einfach. Okay, ich werde jetzt echt 10 reinbouncen. 1, 2, 3, 9, 10. Oh, ich hab mir gerade Zähne geputzt. Ekelhaft. Kennt ihr das, wenn ihr gerade Zähne geputzt? Aber warum mache ich das eigentlich? Ich wollte euch eigentlich erzählen, was ich für ein geiles Video heute geplant habe. Jetzt sitze ich hier mit den sauersten Bonbons der Welt, aber ihr habt es noch nicht mal geschafft. Was mache ich hier eigentlich? Reg dich nicht auf. Mein Rachen wird sagen, nein, danke. Ich erinnere mich noch, als der Raphael das vorletzte Mal hier war, hat er sich, glaube ich, 100 Gramm von dem sauersten Kaugummi der Welt gegeben und musste sich echt übertrieben übergeben danach. Raphael kommt übrigens gleich auch und dann wären wir schon bei der perfekten Überleitung. Hi. Und da kommt schon der Videoinhalt und zwar gibt es Autos, die habe ich mir im Internet bestellt. Ihr malt beim Edding eine Linie auf dem Boden oder auf dem Boden wahrscheinlich, ne? Auf dem Blatt Papier und das fährt einfach dieser Linie hinterher. Ich habe vor, unsere komplette Wohnung oder einen Teil der Wohnung mit Pappe oder Papier auszulegen, alles voller Linien zu machen und dann diese Autos da fahren zu lassen und dann möchte ich noch diese kleinen Dominosteine aufbauen und nachher kommt der Raphael noch und dann soll zur Begrüßung, soll das Auto reinfahren und dann fällt das alles um und dann steht da... Dominosteinen schreiben wir Hi, Raphael, die sind alle so... Das wollte ich doch gerade sagen. Scheißers Divantos Anos. Das sind 10 der sauersten Bonbons der Welt. Ihr wisst noch in meinem letzten Video, wie ich bei einem abgegangen, wie die Bibi bei einem abgegangen ist. Auf die Plätze. Warum läuft der Fernseher? Keine Ahnung. Geht klar, oder? Schlimm? Oh nein, Julia, ich darf dich jetzt auch übergeben. Ist sehr schlimm. Und dann ist es schnell aus. Hey! Oh, das hört sich irgendwie nicht gesund an. Alles okay da drin? Was ist los? Das ist doch kein Wasser. Natürlich ist das Wasser. Das habe ich gerade frisch geöffnet. Trink mal. Das ist ganz normales Wasser. Willst du mich verarschen? Wonach schmeckt es denn für dich? Nach dem krassesten Zuckerzeug aller Zeiten. Das hat meine Geschmacksnerven getötet. Das ist so ekelhaft. Das hätte ich niemals gedacht. So, das ist die Bianca. Vielleicht kennt ihr sie ja. Und sie unterstützt mich heute bei meinem Projekt und hat mir schon geholfen, die Batterien hier reinzubringen. Ich habe mir jetzt hier den Zettel hier hingelegt. Wie geil ist geil! Er hängt. Oh, hä, wie krass, warum funktioniert das so? Wir gehen jetzt in die Stadt, wir werden jetzt ein Video für die Bibi drehen. Ich muss erst meine Haare glätten, ich sehe nämlich furchtbar aus. Siehst aus wie Oma unterm Arm. Und dann sehen wir uns gleich in der Stadt wieder. Domino Day. Herzlichen Dank an Bianca. Gebt euch das. Ich bin zwar ein dünner Knabe, aber hier passe ich wiederum, passt gerade zu meiner Hand durch. Eine enge Parkung. Ja, bin ich. Aber wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Ach nee. Cool, in der Pfütze getreten. Wir drehen die ganze Zeit Bibis Video. Ey, guck da rein. Das ist das peinlichste Video aller Zeiten. Sie muss jetzt mit einem Handtuch und einer Bilou-Flasche zu einer Tankstelle gehen, die eine Waschanlage haben und fragen, ob sie da, sie hat keine Dusche, die wäre kaputt, ob sie da duschen darf. Ich bin sehr gespannt. Vor uns fährt der Tim, der liebe Kameramann. Und ich kaufe jetzt gleich so Dominosteine. Und Leute, oh mein Gott, ich habe einfach gerade eine kurze Shoppingpause gemacht, während wir am Drehen waren. Mit dem Drehen kauft sie sich hier so eine Tüte mit. Ja, warte, wir wollten eigentlich zur nächsten Location gehen, halt für das Video. Und auf einmal laufen wir an der geilsten Boutique aus ganz Köln vorbei, ohne Witz. Soll ich so ein Shopping-Hall drehen? Ja. Bibi hat eine Lederjacke gekauft, coole Nieten drauf, das war der Shopping Hall. Für Oberzecke! Fein! Ah, mit deinen Bakterien. Jetzt sind wir gerade am Baumarkt, wieder für Bibis Video. Und jetzt mal.
Jetzt musst du einfach fragen, ob die Toiletten, die die verkaufen, ob die da mal ihr Geschäft reinmachen darf. Ich bin im Auto geblieben. Ich kann auch nicht mit reingehen. Das kann ich mir nicht geben. Folgender Plan. Der Raphael ist jetzt in 30... Ja, ich bin voll auf Zündung gerade. Der Raphael ist in ungefähr 30 Minuten da. Und ihr wisst ja, wir wollen jetzt hier so eine lange Papierkette aneinander kleben. Und dann wollen wir hier den ganzen Boden wollen wir ganz groß Hai schreiben. Dafür haben wir uns extra, Moment. Dafür haben wir uns extra diese Rommi-Steine gekauft, 300 Stück. Oder irgendeine Begrüßung, dass der reinkommt. Dann musst du den Wagen da hinsetzen und fährt das dann hier hin und fällt alles um. Ich weiß. Wir schreiben mit den Dominosteinen, hey. Hä, mit was denn sonst? Ich dachte, wir machen auf dem Papier, schreiben wir mit den schwarzen Strichen, hey, dass der ein Hai die ganze Zeit fährt. Reden wir einen ganzen Tag lang aneinander vorbei. Was planen wir das halt heute Morgen? Aber ich dachte, wir machen mit, dass das ein Hai fährt. Wie blöd wäre das denn? Wir brauchen einen Plan! Ich weiß nicht, ob man alles... Ich glaube, man erkennt alles, oder? Ich habe keine Ahnung, ob man alles erkennt! Willst du nicht schon mal die Zettel hinten? Oh, nein! Ja. Das war der fünfte Stein verziehen. Ja, hab ich gehört. Scheiße! Ja, schon zum zweiten Mal. Echt? Alles umgefallen. Nein. Die Aufnahme ist 11 Minuten 50. Das heißt, wir haben jetzt fast eine Viertelstunde verloren. Ich mach die Zähne aus. Okay, also auf jeden Fall, das ist bis jetzt das Ergebnis. Ein fast komplettes Herz. Also es ist auf jeden Fall schwieriger als gedacht. Und guck mal bitte, was ich hier schon für eine weiße Blattlinie in unserem Flur gebaut habe. Oh, scheiße. Und ich muss da ja jetzt mit diesem Edding eine Linie quasi überall drauf malen. Das wäre so ein Fail, wenn das jetzt gleich alles nicht funktioniert. Raphael ist da, gerade geklingelt. Wo sind die Autos? Ich will das andere Auto, das ist andere schneller. Wo ist das andere Auto? Möchtest du Teil meines Videos werden? Raphael, du bist der wichtigste Part dieses Videos. Zieh, lass alles draußen stehen und liegen. Alles klar. Stell dir mal auf die Linie da, mach den mal an. Und du musst den verfolgen, aber du darfst nicht aufs Blatt treten, okay? Okay, ganz vorsichtig. Ich muss einen Panzer verfolgen, oder was? Ja, lenke ich den damit, oder? Du stellst den jetzt da, du machst den an und stellst ihn auf die schwarze Linie und da musst du ihn verfolgen, aber du darfst nicht auf die Blätter treten. Bist du bereit für diesen Moment? Das ist eine Stunde Vorbereitung ist gekostet. Ey, okay, ich check das. Ey, okay, ich setze jetzt einfach rauf, okay? Ja. Okay. Wie fühlst du dich, Raphael? Erzähl mal. Hä, hey, warte mal. Wieso macht der jetzt so eine Kurve? Ja, der fährt der Linie hinterher. Nee. Laber kein. Ich hab mich jetzt schon begeistert. Okay, aber das dauert jetzt fünf Stunden. Okay, wir haben den Weg ein bisschen zu lang gemacht. Ja, aber was ist denn? Was wartet denn da auf mich da hinten? Ja, das ist die Forschung. Ja? Mhm. Was ist das hier? Wir wollten dich begrüßen auf eine besondere Art und Weise. Mit einem Panzer. Mich interessiert erstmal, wo du einen Panzer herbekommst, weil der echt cool ist. Den habe ich auf Amazon gekauft. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Das hast du nicht hingeguckt? Ich glaube nicht, aber da. Ja, er hat doch schon hingeguckt. Ich sehe da ein Plötzchen, aber sonst. Jetzt komm, lass ihn gucken. Soll ich gucken? Nein. Nein. Erst wenn der Panzer vorne ist. Er hat doch eh schon gesehen. Schnell, film doch mit dem Handy mit. Film doch mit dem Handy mit. Ne, was? Das hat eine Stunde gedauert. Es ist gleich soweit, es ist soweit. Oh! Ja! Wie geil. Hä? Also wenn ich ganz ehrlich bin ich enttäuscht. Hä, ist doch voll. Ist irgendwie süß. Ja, wenn es ein Zweijähriger gemacht hätte. Ich habe mir was super Lustiges ausgedacht. Seht ihr, wie viel Spaß ich habe? Ich habe sie überredet. Es floss nur wenig Geld. Ich habe keine Ahnung. Ah, ist verrutscht! Ich hab verkackt. Ist verrutscht. Ist richtig unbequem hier auf dem Boden, nur zu eurer Information. Leute, guckt euch das an! Würdest du sagen, das ist die krankeste Scheiße, die du jemals mitgemacht hast? Das ist das dümmste, nervigste Spielzeug, was ich je gesehen habe. Ach komm. Wow, es gibt gleich einen Crash! Bianca, es gibt gleich einen Crash! Hey, warte, ich
schon, der dreht auch einfach um. Warum? Ich weiß es nicht. Warum macht denn der sowas? Der macht Breakdance. Ne, ja. Der hat sich wieder neu eingeordnet. Okay, chillt doch mal euer Leben. Wie geil. Das, der ordnet sich jetzt in dem ein. Jetzt. So, Bianca, möchtest du mein Video beenden? Nein. Schade. Okay, Freunde, das war's mit meinem Video soweit. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Hilfe. Ich bedanke mich auch für deine Hilfe. Wir sind jetzt, wenn ihr das Video seht, sind wir gerade in der Ehe. Wir wurden nämlich eingeladen nach Schottland. Ihr braucht mich überhaupt nicht. Eigentlich brauchen wir dich nicht, nein. Aber bleib mal lieben. Gib dem Video einen Daumen nach oben und vergesst nicht, jetzt in Bibis Video vorbeizuschauen. Bis gleich, bis in Bibis Video. Man sieht sich. Peace. Ich hab Edding am Finger, seht ihr das?